ein Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, schuf den Menschen. Der Mensch in seiner Überheblichkeit, vielleicht auch in seiner Dummheit. Er wählt das Falsche. Er ist nicht gehorsam seinem gerechten Gott gegenüber. Gott muss sich von ihm trennen, denn er ist heilig und gerecht. Er kann mit einem Sünder keine Gemeinschaft haben. Aber er sehnt sich nach diesem Sünder. Er möchte, dass der Sünder mit ihm Gemeinschaft hat. Und er will alles tun, dass diese Beziehung wieder funktioniert. Aber was kann er tun? Er ist getrennt. Ein heiliger Gott kann keine Beziehung mit einem Sünder haben. Was muss geschehen? Durch alle Jahrhunderte sehen wir, wie im Alten Testament das Volk der Juden beschrieben wird, das unzählige, für uns vielleicht unverständliche Opfer bringen musste. Aber wir sehen, dass dort was von dem Kreuzestod schon sichtbar war, dass etwas geopfert werden musste zur Bereinigung, zur Versöhnung der Schuld, die ein Mensch auf sich geladen hat, um mit Gott zu versöhnt zu werden. Und letztendlich ist das auch geschehen am Kreuz auf Golgatha. Das, was wir wissen, was wir von dem Kreuztod Christi wissen und kennen, das ist geschehen. Das einzige Opfer, was Gott beruhigt hat, besänftigt hat und wirklich das ausgeglichen hat, was der Mensch an Ungehorsam falsch gemacht hätte. Und nur dadurch dürfen wir Gott begegnen. In seiner gänzlichen Fülle dürfen wir ihm begegnen. Nur durch seinen Sohn, der keine Sünde kannte, der gerecht war, der vollkommen gut war, der unschuldig ermordet wurde. Nur durch seinen Kreuzestod dürfen wir, die wir verloren waren von Anbeginn, dürfen die Versöhnung finden zu einem lebendigen Gott. Er selber hat die Lösung geschaffen, dass diese Trennung aufgehoben wurde. Das ist eine frohe Botschaft. Jesus Christus starb für uns, nicht damit wir verloren gehen, sondern damit wir errettet werden. Das ist wunderbar. Eine frohe Botschaft. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch ihn.